Typisch Tommy. Ganz ehrlich, aus dem Grund ist kaltgepresstes Olivenöl auch das Allerbeste. Quod erat demonstrandum. Achso, das heißt, was zu beweisen war. Große Latino. Und Asterix gelesen. Vor allem Asterix gelesen. So, Freunde, Kevin, vielleicht haben es ein paar von euch schon mitbekommen. Ich habe so ein kleines Experiment heute im Büro durchgeführt. Hast du versucht zu arbeiten, oder was? Nee, habe ich nicht. Ach so, ja, witzig. Was fehlt uns hier im Büro am meisten? Klopapier. Nee, meine ich aber nicht. Kaffee? Na, Mittagspausen. Gehalt? Der Bürohund. Oh, jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los. Ich habe doch eben gesehen, wie sehnsüchtig du geguckt hast, als ich mit diesem Schweinchen rumgequietscht habe. Nö. Hunde mag jeder. Nö. Doch. Hä? So, und am besten hat er braunes Fell. Ich hatte jetzt keinen braun. Aber das ist das Wichtigste, weil das fügt sich gut ins Interieur ein. Ne? Hügge, Bauhaus, die Leute achten auf sowas. Wir brauchen einen schönen Hund. Und maximal 36 cm Schulterhöhe, weil dann frisst er auch nicht mal aus dem Mülleimer. Hä, wir haben hier noch nicht mal Mülleimer. Und ganz wichtig ist natürlich der Name, essentiell. Und bevor ihr jetzt wieder direkt Nein sagt, ich habe mir was überlegt, lass mal auf euch wirken. Klaus. Warum nicht gleich Andreas? Ja, Andreas ist auch ganz geil. Andreas ist sogar noch besser. Hä, hey, Andreas ist fantastisch. Andreas heißt der Hund. Sehr gut. Wo kriegen wir so einen? Gibt es nicht in Baumärkten mittlerweile so Hunde? Irgendwie bei der Hamster-Fischecke oder macht Seapoint irgend so einen Martin-Rutter-Kram? Nö. Wo kriegen wir so einen Hund? Wir dürfen hier rein bürorechtlich überhaupt keinen Hund haben. So, na, du Räuber. Leute, der Andi ist da. Komm her, Andi. Sag mal guten Tag hier den Leuten. Komm. Ja. Ja, was denn? Hat doch keine Angst oder Allergie oder was? Der Andi, haben wir doch besprochen. Oh. Hey! Hey! Ja, also muss man Tommy schon lassen, so ein Hund, der bringt schon eine ganz besondere Energie ins Büro. Aber man könnte zum Beispiel auch... Ja, danke Kevin. Reicht. So Leute, das bitte mitnehmen und dann schönes Wochenende, ne? Wie Wochenende? Wer nimmt jetzt den Köter mit? Dein Ernst jetzt oder was? Deine Idee, dein Andreas. Wie? Da muss jetzt durch. Fuck. Erst wollen sie alle einen Hund haben und dann kümmert sich keiner. Aber die Grünen wählen, ne? Typisch so die Generation. Boah, nee, ich kann das so nicht. Ist ja komplett vertüttelt hier. So. Ja, so ist doch besser. Schönes Wochenende. Sorry, Schal vergessen. Ich hoffe, du hast noch nicht geschlafen. So, tschüss, bis Montag. Hey, ich bin Tommy und mit diesem simplen Trick kannst du innerhalb von 10 Minuten 100.000 Euro verdienen. So gehen doch YouTube-Clips los, oder? Naja, wenn du noch mehr von Studio Schmidt sehen willst, klicke hier, hier, hier. Oder hier, oder kommt rüber zu den Erwachsenen in die ZDF-Mediathek. Da findest du auch noch mal die komplette Sendung. Versprochen, ich glaube an dich.